schwarzen Verstärker. Kommando zurück. Unerwartete 180-Grad-Wendung bei den St. Louis Royals. Das schon sichere Top-4-Pokalturnier in St. Louis wurde abgesagt. Alles war schon unter Dach und Fach, dann konnten sich die Royals nicht mit den Handballern der HG St. Louis über die Nutzung der Stadtgartenhalle einigen. René Spandau, Trainer der Royals, ist bitter enttäuscht. Vor allem, weil die Begeisterung schon enorm ist. Wenn ich jetzt schon sage, was ich in einer Woche für super Beifall gehabt habe von Fans und wie sich die sich gefreut haben. Auch das Interesse von Sponsoren war unheimlich groß. Also es schadet uns bestimmt in mehreren Bereichen. Jetzt findet das Turnier in Wasserburg statt und den Royals drohen Sponsorenverträge durch die Lappen zu gehen. Angeblich hätten die Handballer ihr Spiel nur um eine halbe Stunde verschieben müssen. Taten sie aber nicht. Das Aluja Stadtgartenhallentheater für uns der Flop der Woche. Der Sport-Insa-News.